Willkommen zurück zu Inverbus Virtus. Ich bin Mr. Katafir, let's play in das Kaninchen und ich muss einfach weiterspielen. Ich muss es einfach. Ich hatte jetzt eine Pause, aber ich bin so krass geflasht von diesem Spiel, dass ich unbedingt weiterspielen muss. Wir haben Wing Glory heißt dieser Gegner, den wir besiegt haben. Jedenfalls laut Achievements heißt der Wing Glory, also die geflügelte... Oh Gott, was hieß denn Glory? Das ist wieder so ein, diese typische Sorte von Worten, die man kennt, wo man was mit anfangen kann, aber die Übersetzung nicht kennt. Und jetzt sind wir hier in diesem... Sorry, es ist ein Raumschiff. Das hier ist eine Energieversorgung. Hier hinter sitzt... Wir sind jetzt ein paar Mal gestorben. Hier hinter sitzt eindeutig eine Energieversorgung. Irgendwie in Form von riesiger Antrieb... Oder Generator oder whatever. Weiß ich nicht. Ich bin hier im Materie-Antimaterie-Reaktor gelandet, dieses Schiffs oder was auch immer. Und hier sehen wir auch überall. Und was ich mich frage, was ich mir. Welche Frage ich mir gestellt habe in der Zwischenzeit, ist. Wir haben ja Magie. Und ist diese Magie, die wir nutzen, wirklich Magie oder ist es einfach nur eine hohe Form von Technologie? Irgendeine Wissenschaft? Weil hier diese... Das, was wir die ganze Zeit immer gesehen haben, waren vielleicht auch nur Auswüchse dieser Technologie. Eine Form von KI, die sich selbstständig gemacht hat. Weil wir lange Zeit... weil halt lange Zeit niemand da war. War natürlich dann die Frage, was das ist, aber... What the fuck? Das ist das Illuminatenauge. Okay. Wir sind scheinbar wirklich noch weit... Also nicht, ich weiß nicht wie weit, aber wir sind auf jeden Fall noch weit vom... What? Ende entfernt. What? Alter. Nee, das lasse ich mal. Ich will mal den ersten lasse ich mal noch. Aha. Aha. Lume Tiao. Oh. Lume Tiao. Hier ist irgendwas drunter. Seht ihr das? Was? Ich konnte es benutzen? Da. Rune der Gegenwart. Ich muss da draufstehen. Okay. Kann ich aber gerade nicht. Also es gibt scheinbar noch einiges an Zaubern, die wir noch nicht kennengelernt haben. Notem, Atul, Opun. Ich möchte mich jetzt versuchen, da mal durchzuteleportieren. Shit. Oh, fuck. Jetzt habe ich mich in die Rotorblätter teleportiert, weil ich aus Versehen die falsche Taste gedrückt habe. Ich weiß nicht. Wir müssen die... Ach, ich habe aber auch gerade ein Talent. Hallo? Jetzt bin ich auch noch in die Lava gefallen. Weil ich zu schnell sein wollte. Ich wollte da gucken, ob ich vielleicht durchsprinten kann. Weil es bewegt sich ja nicht so schnell wie der Rotor, der oben in dem... Also oben in dem... Ne, ich meine... Nein, okay. Also das ist eine tödliche Wand, wie es scheint. Es ist einfach eine tödliche Wand. Wir müssen die irgendwie verlangen. Muss ich vielleicht... Wir haben ja diese eine Schalltafel gehabt. Muss ich vielleicht mit den Schalltafeln das ausmachen hier alles? Alter.
What? Das ist eine... Das ist eine Satellitenschüssel. Das ist eine Empfangsstation. Alter, wie krass fucking geil ist das denn bitte? Atul Agni. Aha. Atul Agni. Atul Agni. Uda Notem. Warum leuchtet das kurz auf? Atul Agni. Atul Agni. Atul Agni. Nein. Atul Agni. Atul Agni. Atul Agni. Uda Notem. Okay. Ich hätte gedacht, dass ich, weil das Eis ist, vielleicht mit Feuer wegspringen. Das kennen wir. Das ist auch wieder so eine Kontrolltafel wie oben. Tja, Uda. Sorry, wir sind in einem Raumschiff. Das ist... Ist das... Vielleicht ist das keine Empfangstafel, sondern ein Teleporter durch die Welten? Ist das wie in Tor? Das... Das einfach auch... Da war es ja auch so. Das ist ja auch nur eine Form von Technologie, wie es scheint. Die einfach als göttliche Macht sehen. Mit der Regenbogenbrücke und so ein Spaß. Also jedenfalls habe ich das so interpretiert. Okay, auf der äußersten Schale fehlt ein leuchtender Planet. Alter, diese Gesichter sind einladend. Warte mal, hier ist noch einer. Da ist eine Treppe nach oben. What the fuck? Tja, Uda. Die Reihenfolge ist anders. Kann ich hier irgendwas tun? Nee, das ist auch nicht... Wie krass dieses Spiel sich plötzlich entwickelt hat von einem, ich bin ein Forscher, man fühlte sich so ein bisschen in Indiana Jones Zeiten, so irgendwo 30, 40 des letzten Jahrhunderts. Und jetzt plötzlich ist hier Cyberspace und, also ich weiß nicht, für mich sieht das aus wie Cyberspace. Zeichen der Herrscher. Achso, das Planetarium. Es gibt keinen physischen Weg zum Zenit. Aber denen, die in der Lage sind, die Lehren zu beobachten, zu beachten und in die Praxis umzusetzen, öffnen sich viele Wege. Das Planetarium wurde errichtet, um denjenigen, die es verdienen, diese Wege zu öffnen, jene, die in der Lage waren, die 5 Planeten der Aussendung der 5 heiligen Elemente in die Höhe zu positionieren. Es gab eine Zeit, in der alle Himmelskörper lebendig waren. Aber jetzt hat der Tempel uns satt und ließ sie, eine nach dem anderen, sterben. Die große Scheibe der 4 Beobachter des Kosmos oben auf der Stufe des Planetariums zeigt die Himmelskörper in lebendigem Zustand, aber die, die ausgelöscht wurden, können zum Leben wiedererweckt werden. Der Tempel will nur einen Beweis des Vertrauens und der Anstrengung. Wer auch immer die Scheiben findet, die Himmelskörper reaktiviert und durch Verfolgung der Hologramme die Wege durch Positionierung der Planeten öffnet, wird im Zenit willkommen geheißen werden. Also, okay. Das fand ich jetzt zum Beispiel auch interessant. In der Geschichte, die uns erzählt wurde von dieser Dame, die das auch immer, wer das auch immer war, wurden 3 Planeten scheinbar erweckt. Und 3 verschiedene Rassen, die sahen unterschiedlich aus. Von Menschen dorthin geschickt, die dann Zenit versucht haben zu zerstören. Und wir sollen irgendwie die Bindung kappen. Tja, Uda. Okay, what, das wollte ich nicht. Ich wollte das da. Ich habe gerade eine Vermutung.
Wenn ihr euch das anguckt, das ist die zweite, von denen wir angemacht haben, es leuchten jetzt zwei gelbe Kreise. Und ich habe nicht aufgepasst, ob als wir das beim ersten Mal gemacht haben, ob dort nicht auch gelbe ein gelber Kreis aufgeleuchtet ist. Und wenn ihr euch anschaut, hier sind fünf Kreise. Und hier sind jetzt zwei dieser Ebenen aufgetaucht. Was ist... Also das ist ja das Planetarium und ich muss die irgendwie wieder erwecken und ich erwecke sie gerade scheinbar wieder. Aber irgendwie muss ich sie noch kontrollieren. Wie kontrolliere ich sie? Vielleicht kann ich das noch nicht. Vielleicht muss ich dazu erst die anderen reaktivieren, bevor ich sie kontrollieren kann. Ha, es ist so geil. Ich bin gerade nur am Feiern und Jauchzen und Frohlocken über dieses Spiel, das ist mir bewusst. Aber es ist einfach so episch. Ha. Ich persönlich finde es einfach so unglaublich episch. Mir ist gerade aufgefallen, es ist mir beim letzten Mal auch schon aufgefallen, habe ich einen Sprachfehler bei so unglaublich? Unglaublich? Wie sagt man das? Unglaublich. Unglaublich. OB, Canoe. Ach du Scheibenkleister. Okay. Okay, das lassen wir erstmal noch so stehen. Wir müssen die anderen drei Kreise aktivieren. Dafür benötigen wir aber scheinbar noch irgendetwas. Dann haben wir die Engine da hinten aber nicht ausgemacht. Also wir kommen... Ich muss aber wieder hoch. Genau. Wir kommen unten in dem Generator noch nicht. Oder in dem Antrieb oder in dem Reaktor oder was auch immer das ist, kommen wir noch nicht weiter. Weil wir dort irgendwie diesen Rotor ausmachen müssen. Genau, den hier. Ha, genau, wir haben den zweiten Kreis von außen angemacht. Ah, sehr gut. Fantastisch. Warte mal, muss ich mal gucken. Hier, genau. Denn... Nee, nach unten muss ich. Hä? Bin ich blöd? Ah ja, hier muss ich lang. So. So unglaublich toll. Und das hier öffnet sich... Weiß ich nicht, was das ist. Ich dachte erst, das ist der weitere Weg. Aber vielleicht ist das auch der Weg. Ha. Naja. Wir haben auf jeden Fall noch diese Seite des Weges. Natürlich. Natürlich, wieder Stampfer. Klar. Hier sieht aus wie Schlangen, meine Freunde. Aber das hier... Hallo, das sind Platinen. Das sind Platinen. Okay, ich bin im Bereich der Lavaströme angekommen. Und das erinnert mich halt auch schon so wieder so extrem an die TARDIS. What the fuck? Die von innen... Gut, die ist halt von innen größer als von außen. Das Teil war auch schon von außen groß. Aber... Das sind so abgefuckte Riesenräume, die man nicht... Ihr habt doch Eier am Bannern. Das ist kein Jumping-Puzzle, oder? Jumping Puzzle, ich teleportiere mich. Hallo, wer bin ich? Ich kann Magie. Okay, wir gehen erstmal hier. Ich weiß nicht, ob ich hier rein möchte. Schon wieder Eis da vorne. Und die Gestalt sieht auch sehr einladend aus. Hier herrscht Chaos. Die Gestalt sieht übrigens nicht einladend aus. Ich muss kurz korrigieren. Ha. Hier schon wieder Eis. Da ist ein Magieblocker. Atul Agni. Atul Agni. Atul Agni. Atul Agni. Uda Notem.
Ich glaube eher, dass dieses Aufblitzen jetzt so, muss ich mal gestehen gerade, ein Lichteffekt ist, beziehungsweise ein Fehler sozusagen, der einfach... Kriegen wir noch einen größeren Feuerzauber? Müssen wir vielleicht einfach das Schiff aufheizen? Eins von beiden. Entweder wir müssen mit diesem Lavaströmen das... Ich meine, es gibt diese eine Folge bei Doctor Who, wo man... wo sie mal ein bisschen mehr von der TARDIS zeigen. Es gibt ja zwei Folgen im Endeffekt, mehr oder minder, aber eine, wo sie wirklich mehr von der TARDIS zeigen. Notem, Atul, Opun. Ich möchte da runter. Ah! Shit, na egal. Auch die Engine halt, die Energieprodukte, da wo die Energie herkommt. Die Folge fand ich so geil. Also das fand ich halt total toll, mal mehr von der TARDIS zu sehen. Und da war ja auch viel Rot, sag ich mal, ne? Und viel Lava. Ich möchte nichts... Für die, die es noch nicht gesehen haben. Ja, genau. Und Stargate. Dann kann ich mal wieder speichern. Ich weiß nicht, ob es gerade richtig ist zu speichern, wo ich noch 2 Leben 50 habe. Aber naja. Okay. Ab ins Lava Stargate. Mal gucken, wo ich ende. Aha. Was? Was ist das? Ihr seht das nicht, aber ich sitze gerade mit offenem Maul hier. Mit den Designern dieses Spiels, mit den Entwicklern. Weißt du, da denkst du, du kommst gerade auf den Kram klar, den sie dir entgegenwerfen. Und dann kommt so ein Raum. Leute. Wollt ihr mich fertig machen? What the fuck? Das ist natürlich wieder ein Gesicht. Diese Gesichter immer. Wasser? Shigami D. Aha, das ist Wasser. Ach du Kacke. Tia Uda. Okay. Okay. Notem Atul Opun. Tia Uda. Notem Atul Opun. Wer baut sowas und warum? Was macht das hier? Das ist genau das, was ich meine mit der Tastatur. Das sind so viele Räume, wo du dich fragst so... What? Und genau so ist das doch hier. Ecto Lume. Wo strahlst du hin? Aha. Wo musst du hin, wäre die große Frage. Bewegst du dich davon abhängig? Weiß ich. Ja, tust du. Okay. Notem, Atul, Opun. Komm ich da drauf? Nee, da komm ich nicht drauf. Komm ich da drauf? Hä? Möchte das noch nicht aktivieren? Dankeschön. Hallo? Okay. Was? Rune der Bewegung? Wo ist hier eine Rune in der Bewegung? OB Canoe. Das da! OB Canoe.
Was sind die Runen der Bewegung? Obi, Kenu.